Hallo und Servus, hier ist der HeuNPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Für den heutigen Freitagspodcast habe ich mir natürlich wie immer einen besonderen Gast eingeladen. Es ist Olaf Krumnack, er ist Vorstand der Bajazzo-Stiftung. Und der Theater- und Konzertfreunde, lieber Olaf, korrigiere mich, wenn ich es richtig oder wenn ich es falsch sage. Wir wollen ein bisschen sprechen über den Bajazzo 23. Du hast den vor kurzem organisiert. Du warst der Kopf, der Macher von der Djanze, wie man in Berlin sagt. Ich war persönlich begeistert. Ich habe einen Nachbericht geschrieben und ich muss ehrlich sagen, es hat mich emotional gepackt, aber es hat mich auch von der Vielfalt gepackt und es hat mich auch natürlich da an dem Punkt gepackt, als du erzählt hast, was du so alles rund um den Bajazzo alles angestoßen hast. Deswegen, lass uns vielleicht nochmal das Pferd von hinten aufzäumen. Bajazzo 23, diese Verleihung, du warst der große Conferencier, du hast durch eine Gala geführt, 3 Stunden lang. Wie war es für dich? Was nimmst du für dich mit? Herzlich willkommen im Freitagspodcast. Ja, lieber Tobias, erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und ich habe mich sehr gefreut, dass du beim Bajazzo 23 im Orchesterzentrum NRW dabei warst. Für mich war das, du fragst ja ganz speziell, ein ganz großer Moment. Nach 5 Jahren Pause durfte ich oder hatte ich die große Ehre, diesen Preis an Kulturschaffende in Dortmund erneut vergeben zu dürfen. Und 5 Jahre ist eine lange Zeit. Und wir haben uns die Zeit genommen, um nochmal zu schauen, wofür steht eigentlich der Bajazzo, an wen wollen wir überhaupt so einen Preis vergeben. Mhm. Und das, was du jetzt gesehen hast, unterscheidet sich dramatisch von dem, wie er 2018 war. Ja, du musst wirklich sagen, das, was man gesehen hat, das sind natürlich 6 Preisträgerinnen und Preisträger. Ja, also es war auch auf der Bühne, was wir alles gesehen haben. Wir haben eine Cellistin gehört, wir haben einen Chor gehört, wir haben Schauspiel gesehen. Also ihr habt euch auch sehr viel Mühe gemacht. Das hast du auch in deinen Anmoderationen jeweils gesagt. Wirklich junge und wirklich sehr, sehr talentierte Künstlerinnen und Künstler zu finden, wo man wirklich davon ausgehen kann, du hast es an mehreren Stellen gesagt, also die werden ihren Weg machen, von denen hört man was. Und das hast du jetzt kurz erzählt, die Maria Bowenzmann ist schon unterwegs in Südengland. Ne? Genau. Ja, also wenn wir nochmal schauen, 6 Preisträger, was war denn das Kriterium, um die auszuwählen? Das Ruhrgebiet und speziell auch Dortmund ist reich. Aber nicht reich jetzt an finanziellen Mitteln. Du kommst aus einer süddeutschen Stadt, die ist natürlich viel, viel reicher. Nein, Dortmund ist aber reich an kultureller Vielfalt. Und uns von der Bajazzo-Stiftung ging es darum, diese kulturelle Vielfalt, die viel stärker, zu beleuchten, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Bajazzo gibt es 40 Jahre. Früher waren die Preisträger, ohne jetzt despektierlich zu sein, natürlich alles herausragende Künstler, ein Kammersänger für sein Lebenswerk, ein Orchestermeister, ein Pas de Deux. Aber wenn man durch Dortmund schaut, durch Dortmund geht oder man geht durch Bochum oder Essen oder Oberhausen, dann hat man die Kathedralen, die kulturellen Kathedralen wie das Konzerthaus, das Opernhaus. Da findest du die etablierte Kunst und die ist auch gut und wichtig. Aber was uns gereizt hat, waren die Hinterhöfe. Also in den Dortmunder Norden zu gehen, da wo es dreckig ist und schmutzig ist und Gebiete, von denen du jetzt gar nicht so denkst, dass da kulturelle Vielfalt herrscht, sondern eher, dass da die Menschen um ihr täglich Brot kämpfen. Ja? Aber auch da gibt es unglaublich spannende Dinge. Tanztheater, Improvisationstheater, Hip-Hop, Rap, Graffiti, was auch immer. Und wir haben 1,5 Jahre, oder ich habe jetzt über 1 Jahr mich dort bewegt und habe dort echte Schätze gefunden. Und uns ging es darum, diese Schätze zu heben. Jetzt ist natürlich, ich kann jetzt fragen, was ist denn der wertvollste Schatz für dich gewesen? Aber welche Story, man muss ja wirklich sagen, jeder der Künstler hat eine Geschichte für sich erzählt, mitgebracht. Gibt es eine Geschichte, die dich besonders gepackt hat von den 6 Preisträgerinnen und Preisträgern? Naja, also wir haben, im kulturellen Leben hast du das ja, die Frühberufenen, die sehr früh erkannt haben, dass sie eine Kompetenz haben, eine Neigung haben, die ausgeprägt wird und dann verdienst du hoffentlich damit auch Geld. Und dann hast du die Menschen, die vielleicht zum Beispiel im Tanz vor 5 Jahren oder vor 4 Jahren noch gar nicht wussten, ich kann tanzen. Ja? Also du zum Beispiel. So. Also ich kann es nicht, so viel steht mal fest. Genau. So, und wenn es aber jetzt dann jemanden gibt, und hier hatten wir eben einen ehemaligen Balletttänzer des Dortmunder Balletts, der sich eben in der Nordstadt in einem integrativen Projekt eingebracht hat und hat einfach Menschen überzeugt, dass sie doch an einer Tanzperformance teilnehmen sollten. Und die waren jetzt,
wie gesagt, also die hatten, glaube ich, für sich noch gar nicht erkannt, dass sie eine Neigung haben zum Tanzen. Sie sehen auch jetzt nicht die klassisch aus, wie eine Ballerina aussieht. Sie sind teilweise eben großflächig tätowiert, was auch immer. Aber in denen brennt dasselbe Feuer wie bei unseren Profis im Ballett. Und das, finde ich, ist eine Story, die geht ans Herz, dass eben diese Menschen unter Anleitung einmal pro Jahr eine Produktion rausbringen, die sich wirklich sehen lassen kann. Also die wirklich berührt, die begeistert und die auch der Dortmunder Stadtbevölkerung gefällt. Ja. Ich glaube, das ist wirklich das, was ihr geschafft habt und was ihr, glaube ich, auch weiter schaffen werdet, dass ihr genau das sichtbar macht, was da in den Hinterhöfen und natürlich auch in der kulturellen Landschaft Dortmunds passiert und auch letztendlich im Ruhrgebiet passiert. Wenn wir mal hinter die Kulissen schauen, ihr habt natürlich an dem Bajazzo, du hast gesagt, über ein Jahr gearbeitet. Ja. Gib uns doch mal ein Bild. Also, was habt denn ihr da alles gemacht? Also ihr habt eigentlich eine komplette Gala mit Magazin, mit Kommunikation drumherum. Es gab eine Fotowand abends, wo man sich hat ablichten können. Ihr habt eine ganze Menge auf die Beine gestellt. Die Innenministerin, nee, die Kultusministerin war da. Nee, nicht Kultus, Entschuldigung, ich berichtige dich mal. Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft im Lande NRW, Ina Brandes, war die Schirmherrin und ist auch netterweise an dem Abend zu uns gekommen, hat ein Grußwort gesprochen und ist auch begeistert noch bis zum Ende der Veranstaltung geblieben. Das wollte ich gerade sagen. Sie ist geblieben. Also sie war wirklich, sie kam von einem Parteitag, sie hat gesagt, sie braucht jetzt mal was Angenehmes. Genau. Aber gib uns ein bisschen ein paar Einblicke, was ihr alles aufgebaut habt in der Zeit. Ja gut, Dreh- und Angelpunkt ist natürlich, dass man Preisträger braucht. So, wie kommt man an einen Preisträger? Man muss, wie sage ich das, mit offenen Augen, offenen Ohren und vor allen Dingen mit offenem Herzen durch die Stadt gehen und eben abseits der ausgetretenen Pfade sich schlau machen. Man braucht, Zuträger, die einem sagen, fahr doch mal nach Bövinghausen, das ist ein Stadtteil im Dortmunder Norden, oder nach Marten und da wirst du Spannendes vorfinden. Also du brauchst es, beim BVB haben wir die ja auch, Scouts, die dir einfach sagen, fahr mal dahin. Dann brauchst du ein fachkundiges Gremium, das natürlich absichert, dass man aus dieser Vielzahl von Talenten auch die herausfischt, die schon ihren Karriereweg begonnen haben, aber die durch diese Bajazzo-Aufmerksamkeit auch nochmal einen Push bekommen. Ja? Also das war eben angefangen vom Leiter des Orchesterzentrums NRW, der selbst auch Professor an der Volkwang-Universität in Essen ist. Das waren mehrere Stiftungen aus Dortmund, die uns begleitet haben bei diesem Auswahlverfahren. Das war ein Stiftungsrechtler. Also man kann so sagen, es war schon in unserem Backyard, unserem Stiftungsbackyard, die sich hier auch engagiert haben. So, und dann musst du nicht nur eine Räumlichkeit finden, du musst ja die ganze Veranstaltungstechnik organisieren, du musst das Ticketing und so weiter. Also alles Dinge, die wir als Ehrenamt ja gar nicht sonst bieten können. Denn sonst machen wir das mit unseren Produktpartnern, die dann eben Konzert ausstellt, das Ticketing und das Marketing zur Verfügung. Hier musst du das alles selbst machen. Du hast die Publikation angesprochen. Da war es uns wichtig, es gibt so kulturelle Veranstaltungen, da werden Menschen geehrt und dann die Laudatoren brauchen unglaublich viel Zeit, um sich selbst zu beweihräuchern und auch ein bisschen noch den Preisträger. Das haben wir uns geschenkt. Wir haben praktisch diese ganzen Texte alle ins Programmheft gesteckt, sodass wir eben den Abend durchmoderieren konnten und einfach mit kleinen Anekdoten von Preisträger zu Preisträger gegangen sind und dann den auch geehrt haben. Und natürlich hat er dann auch das unter Beweis gestellt auf der Bühne, für das er geehrt worden ist. Also ein Riesenteam. Und auch da ist es ähnlich wie bei uns Stiftungen. Man braucht ein Netzwerk. Man braucht ein Netzwerk aus Freunden, befreundeten Einrichtungen. Ich darf hier zum Beispiel das Dortmunder Theater nennen, das mir Ausstattung geliehen hat. Weil man muss ja auch eins dazu sagen, es ist ja nicht so, dass ihr ein Füllhorn habt, das habt ihr hingestellt und dann nehmt ihr da mal was raus und dann könnt ihr hier Zeug und hast du nicht gesehen und Gedöns bezahlen. Sondern das ist am Ende des Tages mit Partnern passiert, wie das bei vielen anderen Stiftungen auch der Fall ist. Ne? Ja, weil du sagst es richtig, Tobias, wir sind eine eher kleinere Stiftung vom Stiftungsvermögen her. Das heißt, unsere ordentlichen Erträge sind jetzt auch nicht so, dass wir ein Preisgeld von 15.000 Euro zahlen können und noch eine Veranstaltung. Du kannst dir vorstellen, eine Veranstaltung für 400 Personen,
da bewegen wir uns schon in Größenordnungen, die kann man normalerweise nicht aus ordentlichen Erträgen erzielen. Also kostet mehr als 8,50 Euro. Ja, deutlich mehr. Und deswegen hat die Stiftung im Grunde die Vorfinanzierung übernommen. Und dann haben wir ganz klassisch Fundraising, wie wir das von unseren Stiftungen her kennen, uns bemüht, das wieder auszugleichen. Und es ist uns auch gelungen, über Spendengelder, über Zustiftungen und über Sponsoring und über Eintrittsgelder. Was hast du für dich gelernt, wenn du so ins Fundraising für eine Stiftung gehst? Hat sich dein Storytelling rund um deine Stiftung in diesen 1,5 Jahren Projekt bei Jahrzu 23 ein bisschen verändert? Ja, deutlich. Also ich glaube, das ist ein Lerneffekt, den ja viele von uns Stiftungsverantwortlichen haben. Die Geschichte, die eine Stiftung mit ihrem Zweck berichtet, die verfängt sich eben nicht bei Sponsoren, Stiftern und Zustiftern etc. Hier ist es jetzt ja so, dass der Stiftungszweck noch relativ allgemein ist, kulturelle, ich sag mal jetzt mehr oder weniger Volksbildung. Aber hier waren jetzt ja 6 Preisträgerinnen und Preisträger mit unglaublichen Geschichten. Also wie wir das vorhin schon gesagt haben, es gab dieses moderne Tanztheater aus dem Dortmunder Norden, es gab einen Hip-Hop-Rapper und so weiter. Und jeder von denen erzählt eine wirklich außergewöhnliche Geschichte. Und wenn ich bei einem typischen Sponsor saß, kam ich über Geschichte 2 gar nicht hinaus, weil alleine da schon die Begeisterung so groß war, nach dem Motto, ja, würden wir gerne dabei sein. Ja? Also die Success-Story, der ist im Grunde die Geschichte, die einzelnen Geschichten der Preisträger. Und ich glaube auch die Begeisterung, dass man das natürlich dann auch so rüberbringt. Ja. Ja? Also es verändert sich wahrscheinlich auch, weil je mehr Geschichten man dann auch selber mitkriegt, je begeisterter ist man, weil man natürlich auch sagt, Mensch, also Vielfalt, daraus können wir ja jetzt relativ lange auch noch schöpfen. Für mich ein emotionales Highlight war das Steigerlied, was wir alle zusammen intoniert haben. Es war ein persönlicher Wunsch von dir, hast du gesagt, auf der Bühne. Absolut. Also ich hatte ja die Gelegenheit, noch als einer der letzten Knappen auf einer Zeche hier im Ruhrgebiet, in einer blau-weißen Gegend, auf Prosper Haniel, bin ich noch vor 8 Jahren eingefahren und konnte noch meine Knappenprüfung dort unten, die übrigens sehr viel mit Schnaps übrigens zu tun hat. In Herne-West. Genau. Naja, und wenn wir nochmal schauen, was sind denn die Ursprünge, was sind denn die Wurzeln für die kulturelle Vielfalt, die wir jetzt ausgezeichnet haben? Das ist doch die Industrialisierung gewesen. Mit der Industrialisierung wurde das Ruhrgebiet attraktiv für Polen, Italiener und alle möglichen Nationen. Es gab hier Arbeit, die sehr gut bezahlt worden ist. Die bedeutete natürlich auch hohes Risiko. Also wenn du unter Tage arbeitest oder wenn du wirklich bei Hösch oder bei Krupp oder bei Thyssen ganz vorne bei der Stahlproduktion ist. Das ist natürlich eine extrem gefährliche Arbeit. So, aber das hat ja uns hier geprägt, dieses aufeinander sich verlassen können etc. Und diese kulturelle Vielfalt, von der profitieren wir heute kulturell. Weil wären diese ganzen Nationen nicht hergekommen, um hier ihre Heimat zu finden, hätten wir auch heute nicht diese Preisträger. Wenn du mal schaust, von der Nationalität her, von der Hautfarbe, von den 6 Preisträgern, da war jetzt, die wenigsten waren jetzt so rein weiß wie du und ich. Ja. Das war eine richtig bunte Mischung. Was mich ein bisschen zur letzten Frage bringt, du hast jetzt wirklich sehr, sehr viel dort angestoßen. Plötzlich, hast du mir im Vorgespräch gesagt, kamen dann auch die Regionalmedien und sind mal ein bisschen draufgesprungen auf die Jahrzu 23-Geschichte. Ist es so, dass ich bin davon überzeugt, müssen Stiftungen einfach ihre Geschichten mit sehr viel mehr Werf, mit sehr viel mehr Druck erzählen? Müssen sie sie überhaupt erzählen? Müssen sie mehr erzählen, damit draußen mehr wahrgenommen wird von genau dem, was Stiftungen machen und was sie fürs Gemeinwohl leisten? Denn auch ihr als Bajazzo-Stiftung, ihr leistet ja etwas für die kulturelle Vielfalt. Und das ist Teil des Gemeinwohls, über das wir immer so gerne reden. Europa ist ein Hort der Vielfalt. Wenn wir die erhalten, wenn wir die pflegen wollen, dann brauchen wir die kulturelle Vielfalt. Das ist ein ganz essentieller Bestandteil davon. Ja. Und da brauchen wir die Stiftung, die letzten Endes ihre Geschichten, wenn sie sich genau darum bemühen, erzählen. Brauchen wir von diesen Geschichten mehr? Beziehungsweise Geschichten gibt es ja, aber brauchen wir mehr, dass man es erzählt? Ich glaube schon. Die Frage ist, wem man diese Geschichte erzählt und wer uns Stiftungen, ich spreche jetzt mal für Stiftungen allgemein, wer uns dabei unterstützen kann. Denn ich weiß nicht, wie es Ihnen da draußen geht, in der jeweiligen Kommune, in der jeweiligen Stadt, in der Sie sind, welche Medien dort vorherrschen. Was wir hier erleben, ist, dass die klassischen Medien, also Printmedien, die Tageszeitungen, die es gibt,
Das waren früher die Verbündeten der Stiftung, auch des Kulturlebens. Aber aufgrund von Entwicklungen, die dort auch im Online-Bereich stattfanden, kriegt man eben als Antwort, nee, das gibt nicht genug Klickzahlen etc. Sodass ich glaube, es ist wichtig, sich neu zu vernetzen. Und wir Stiftungen untereinander, die Plattformen, die uns ermöglichen, unsere Stories zu erzählen, das ist das, wo wir stärker drauf aufbauen sollten. Und vor allem sollten wir uns austauschen untereinander, denn jeder macht Erfahrungen, positive und negative. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass sich Stiftungen austauschen und sagen, hey, was hat denn gut funktioniert? Weil das kannst du jetzt auch. Du kannst jetzt von Bayer zu erzählen, da haben viele Dinge funktioniert, aber ein paar Hürden waren trotzdem. Absolut, genau. Also, das würde ich mir wünschen. Ich meine, mit dem Stiftungsmarktplatz haben wir zum Beispiel eine wunderbare Plattform und es gibt dort unterschiedliche Formate. Also ich stehe für Gespräche, für den Austausch immer wieder gerne bereit. Das weiß ich zu schätzen. Das ging mir natürlich jetzt gerade runter wie Öl auf dem Rücken. Danke dafür, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir nochmal den Bayazzo 23 haben Revue passieren lassen. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht das Paroli laufen lassen, das Horst Rubesch früher mal gewählt hat. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe ja 4 Jahre hier auch in Dortmund gewohnt. Man weiß die Stadt schon sehr, sehr zu schätzen, insbesondere dann, wenn man solche Anlässe erlebt. Danke nochmal dafür und danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Sehr gerne, lieber Tobias. Einen guten Nachhauseweg. Dankeschön. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Natürlich gibt es jeden Freitag eine neue Folge Freitags-Podcast Ahoi NPO auf www.stiftungenstärken.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Super.